Hallo und herzlich willkommen zurück. Im Finale von Five Magical Amulets. Ja, was etwas Überlängen haben könnte, aber das macht nichts. So. Mal sehen, ob dieser Plan wirkt. Ja, da tut sich was. Wir haben es richtig gemacht. Wow! Guck mal! Jetzt ist sie auf einmal. Zwelga, Zweiron, Schillern. Oh mein Gott, wie haben die es nur geschafft, euch hier einzusperren? Obnov, was ist das für ein schmutziger Trick? Hä? Du, ist es vielleicht Zarkerad in Verkleidung? Aber ich bin's doch, Linda. Wie, Linda? Ah, nee, die kannst du auch Seine machen. Kleidungszauber. Ich muss ihn anwenden, um Zerknians magischen Alarm zu umgehen. Mach du die. Mein Kind, das ist wirklich unglaublich. Du hast es geschafft. Warte, Mama, wir wissen nicht, ob wir ihr trauen können. Das kannst du doch nicht machen hier. Was ist, wenn die uns nur reinlegen wollen? Sie sollte uns beweisen, dass sie wirklich Linda ist. Ja. Erzähl ihr oder ihm noch nichts. Und du, was sagst du dazu? Aber vertraut ihr mir denn nicht? Ich bin doch nicht Linda. Jeder könnte das behaupten. Ich glaube dir erst, wenn ich irgendeinen Beweis zu sehen bekomme. Ja, und vorher nämlich nicht. Ah, der Zweiran, hier. glaubst du etwa, ich hätte dieses hier dabei, wenn ich Ottmord wäre? Sieh meine Jungfräulichkeit. Ja, zieh dich aus, mach dich nackig. Vielleicht sprichst du doch die Wahrheit. Aber was ist, wenn du Zarkeran bist und nur mit uns spielst? Dann hätte ich dich schon längst getötet. Hör damit auf, Pheran, sofort. Wenn Zarkiran Lindas Amulette hätte, dann wären wir bereits tot. Ich bin sicher, dass sie es ist. Anstatt uns zu streiten, sollten wir darüber nachdenken, was wir als nächstes tun. Genau, der ist wenigstens mal ein bisschen pragmatisch, der gute Mann hier. Ja. Ja, aber echt. Ah, ich habe das gelbe Amulett gefunden, aber ich weiß nicht genau, was ich nun tun soll. Ich habe Angst davor, Zwergian direkt gegenüber zu treten. Oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht einfach zu ihm hingehen und ihm sagen, dass er aufgeben soll. Er wird mich auslachen. Da kann ich ihm die Amulette ja gleich in die Tasche legen. Du musst uns befreien, dann können wir dir helfen. Aber wie Was soll bist ich du? das anstellen? Vergesst nicht, dass Zwergian das Verlies mit einem Zauber gesichert hat. Ey, wieso sagt ihr das jetzt? Wer Weiß ich weiß, was nicht. uns erwartet, wenn wir versuchen zu entkommen? Wir könnten uns alle in den Gefängniswärter verwandeln. Du hast doch bestimmt genug von dem Trank dabei, Linda, oder? Ja, habe ich. So ein Unsinn. Glaubt ihr denn, Zarkiran würde es nicht bemerken, wenn auf einmal vier Gefängniswärter aus seinem Verlies herausmarschierten? Mein Gott, denkt doch mal nach. Also wirklich, das wird so nämlich nicht klappen. Und könnten wir den Zauber nicht irgendwie außer Kraft setzen? Das könnten wir, aber leider gibt es keinen Weg, ihn außer Kraft zu setzen, ohne dass Zarkiran etwas davon mitbekommt. Aber was sollen wir denn nur tun, oh Scheibenkleister? Gibt es nicht irgendeinen anderen, den der hier herausführt? Ein Mäuseloch oder Genau, das ist ein guter Ansatzpunkt, Felga. Dies ist ein sehr altes Schloss und nicht einmal Zarkiran weiß, was darin alles verborgen ist. Aber Ja. ich habe gehört, dass es hier einige magische Geheimgänge gibt und nur einer davon könnte in dieses Verlies hier führen. Linda, das ist unsere Chance. Versuche, einen von ihnen zu finden. Aber ändert das denn irgendwas? Er würde auch so sehen, dass er nicht meine Zelle sei. Das wird er nicht. Der Zauber deckt nicht die Zelle selbst ab, nur den Eingang. Aha. Okay. Das reicht Zarkiran aus, um zu sehen, ob jemand kommt oder geht. Aha. Er glaubt, es gibt keinen anderen Weg, der da herausführt.
Warum hat er eigentlich nicht mitgekriegt, als wir da reingegangen sind? Ah. Und es ist wahr, die Mauern sind dick und massiv. Auch durch den harten Steinboden könnte jemand graben. Also muss ich einen Geheimgang finden. Richtig, Mädchen. Ich sollte dann gehen. Viel Glück, Linda. Ich bin sicher, du wirst das schaffen. Viel Glück. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Oder auch nicht. Ist mir eigentlich egal. Jo. Geh nun, Linda, bevor dein Besuch Verdacht erweckt. Und eins noch, wir haben etwas unter der Matratze gefunden. Oh, es ist das Tagebuch eines früheren Gefangenen. Da könnte dir noch von Nutzen sein. Vielen Dank, Mama. Und halt durch, wir haben es fast geschafft. Ich werde mein Bestes geben. Bis später hoffentlich. Werde ich schon verhungert sein in der Zelle. Na gut. Oh Gott, ja. Echt? So. Ich bin froh, wieder in meinen eigenen Kleider zu stecken. Was ist hier vor sich? Oh, nur wach auf, ich muss ja raus, sofort. Aber ganz blitzeschnell, ja. So, und mal, warte mal eben. Ah, jetzt habe ich... Weil ich muss erstmal dieses Buch lesen hier. So, das lesen wir abwechselnd, ne? Oh. Ich hatte meine Zweifel über Zarkeran, selbst als ich eine Einladung auf sein Schloss annahm. Zu Beginn war er freundlich. Er gab mir das beste Zimmer im gesamten Schloss. Das Bankett war ausgezeichnet und seine Rede darüber, wie wir zusammen die Welt neu ordnen würden, völlig blind. Oh, wie dumm ich doch war, als ich ihm die kostbarste Sache gegeben hatte, die ich je besaß, das königliche weiße Amulett, warf er mich in dieses dunkle Loch. Was immer Zarkeran vorhat, er wird mich sicherlich lange hier festhalten. Sogar Zarkeran wird feststellen, dass Niron einen König braucht. Und ich bin der König. Ich bin hier nun seit einer Woche und Zarkeran scheint mich nicht gehen lassen zu wollen. Das Essen ist wirklich ekelhaft. Ich werde ein Treffen mit Zarkeran verlangen. Mir wurde gesagt, Zarkeran habe keine Zeit für mich. Keine Zeit, was für eine Unverschämtheit. Aber jemand muss bereits nach mir suchen. Ich kann nicht länger hier in diesem Dreckloch bleiben. Vielleicht sollte ich versuchen zu fliehen. Mein Fluchtversuch wurde bemerkt. Ich habe den ganzen Tag in der Folterkammer verbracht mit Peitschen. Und jetzt kann ich kaum noch einen Stift halten. Ich sollte mir vermerken, alle Folter zu verbieten, weil ich wieder auf meinem Schloss in Tarna bin. Ich fühle mich sehr schlecht. Diese feuchte, dunkle Zelle macht mich krank. Ich spüre, wie meine Kraft weiter schwindet. Gestern versuchte ich, den Wärter zu bestechen, aber es klappte nicht. Hat er so viel Angst vor Zarkeran? Sonst würde er kaum Gelegenheit ausschlagen, Kammerherr auf meinem Schloss zu werden. Mein Gesundheitszustand hat sich verbessert. Im Gegenteil, mir geht es schlechter. Mit jedem vergehenden Tag werde ich schwächer und schwächer. Ich habe seltsame Träume, gestern und sie leben es echt. Ein anderes Mal träumte ich von einem kleinen rothaarigen Mädchen, das durch eine Wand ging. Ich muss im Kurium sein. Ich bin krank. Ich frage mich, wie spät ist es? Ja. Ich weiß nicht einmal mehr, welchen Tag wir haben. Aber ich spüre, dass mein Ende naht. Ich muss vom Teufel besessen gewesen sein, Zarkeran zu vertrauen. Vielleicht werde ich für meine Taten in der Hölle verrotten. Aber ich verfluche dich, Zarkeran. Ich verfluche dich. Na toll, sehr hilfreich. Jetzt müssen wir so einen Geheimgang finden. Er hat doch schon von der Linda geträumt. Wer weiß, ja, wobei die Haare eigentlich eher so braun sind. Vielleicht war es Eleanor, von der er träumt. Ja. Ich weiß aber Gott sei Dank, wo wir hin müssen. Beim ersten Durchlauf bin ich da rumgeirrt wie blöde und hab's nicht gefunden. Also ewig nicht gefunden. Eleanor, mit der brauchen wir jetzt nicht mehr zu reden. Na, hier, geh weiter. Mein Bett. Weil, guck mal hier. Vorhin konnten wir mit dem Bärenkopf nichts machen. Jetzt aber schon. Ja, und das erinnert mich ganz arg an King's Quest 5. Auch ich kann Labyrinth. So, okay, du bist am Zug, du musst mir sagen, wer wo steht. Das ist der Fischer, das ist der Einsiedler, das ist der Müller.
die Prinzessin ist kaputt, die müssen wir dann selber machen. Wo muss der Fischer hin? Nee, der Müller muss erstmal auf den Tisch. Ist egal, in welcher Reihenfolge, aber wir können aber den Müller mal auf den Tisch packen. So. Sind die anderen, also, dann muss der Eremit auf die Wolken. Die Wolke ist hier, okay. Nee, das ist aber der Fischer, den du dort hingesetzt hast. Entschuldigung, weg da. Du hast recht, gut. Der Einsiedler auf die Wolke, so rum, ja? Und der Fischer? Das Rad. Am Rad. Rad. Steht doch wieder ganz unpraktisch. Ja. Meer, Spazierschlag, Sonne, dann auch Sand, Zeit. Schloss. Mond, Meer, Vogel. Wir haben gar keine. Oh Gott. Es gibt gar keine Zeit. Sand vielleicht. Vielleicht ist es Sand. Ja! Ja! Es war nicht Zeit, es war Sand. Okay. Ich hab die Geheimtür entdeckt. Ich muss sofort nachsehen, wo sie hinführt. Ja, aber jetzt beeil dich. Hup, hup. Ha! Ja! Wir haben es geschafft! Ich hab euch gefunden. Dank des Geheimgangs, den ich entdeckt habe. Ich bin so schlau. Linda, du hast es geschafft. Aber wie? Ja, das frag mich. Ich hab wieder alles, aber was machen wir denn? Jetzt muckst du mal Sakirat ab. Wir finden Sakirat und murksen ihn ab, sag ich doch. Nein, halten ihn auf. Junge, wir können nicht einfach zu ihm gehen. Wir brauchen irgendeinen Plan. Ach, du hast auch dein Gehirn abgeschaltet. Und ist tiefer gerutscht, oder wie? Also, was schlagt ihr vor? Ich werde uns magisch hinter Linda verstecken. Was? Feigling! Linda, du musst alle deine Amulette in deiner Hand halten. Alle. Sie mit deiner unverhüllten Haut berühren und dich auf sie konzentrieren. Also, sieh dich aus. Ja, ich mach mich schnell. Sodass ihre Macht durch deinen Körper fließt. Zakiran wird keinen Zauber gegen dich erwirken können. Und wir werden die Verhandlungen übernehmen. Na, das kann ja doch heiter werden. Oh Gott, was werden wir mit machen? Ich schlage vor, wir nehmen ihm die Amulette ab und lassen ihn gehen. Hat er sie nicht alle? Wir werden ihn also nicht töten? Hey, Scheiß hier! Ohne die Amulette wird er keinen nennenswerten Schaden anrichten können. Und ich möchte niemanden ohne Not töten. Also ich weiß nicht, wenn das jetzt nicht Not ist hier, ne? Genau. In Ordnung, gehen wir. Hahaha, Sakiran. Was willst du? Wie seid ihr aus dem Verlies entkommen? Hä? Sag. Das ist das Ende, Sakiran. Gib uns die Amulette und verschwinde. Mach, du blöde Kröte. Was? Was hast du gesagt, kleiner Junge? Du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Du wagst es, dem mächtigsten Zauberer ganz Nirons Befehle zu erteilen. Hahaha. Schnell. Scheint, als müsste ich dir eine Lektion erteilen. Genauso wie deinen Freunden hier. Es ist zwecklos, Sakirat. Gib auf. Was hat das zu bedeuten? Meine Zauber funktionieren nicht. Wie ist das möglich? Es liegt an diesem Mädchen, dieser kleinen Kröte hier, mit den komischen Haaren und dem kurzen Rock. Wie läufst du da drum? Wer ist sie, zum Teufel? Wieso weiß der das nicht? Die ist Linda, die Tochter Tamara von wem auch immer. Sie wurde in den Wegen der Magie nicht unterrichtet, dennoch ist sie die mächtigste Zauberin ganz Nirons. Ja, das bin ich. Ja, du kannst dir nichts anhaben. Sie beherrscht die Kräfte der Erde, des Wassers und der Zeit. Gib auf, du Unmensch. Übergib uns die Amulette und verschwinde, oder wir werden dich töten müssen. Nein, ich werde niemals aufgeben. Du hast keine andere Wahl, Zakrian. Versuche nicht, unsere Gedanken zu lesen. Deine schmutzigen Tricks funktionieren nicht bei uns. Das Spiel ist aus. Ein schöner Plan, den ihr euch da ausgedacht habt, das muss ich euch lassen. Aber eine Sache habt ihr vergessen. Ja, ich kann meine Magie nicht gegen euch einsetzen. Ich rufe jetzt mal ne Chuck. Und wer sagt, dass ich euch nicht einfach eure kleinen Hälse aufschlitzen kann? Ne? Niemand bewegt sich.
Und du gibst mir deine Amulette oder ich schlitze dich auf wie ein elender Schwein. Mach schon, gib sie mir. Oh, guck, wenn er kommt. Mein Meister, was geht denn vor? Was hast du denn zu suchen, du Kakerlacke? Wie hast du dich von meinem Fluch befreit, hä? Verschwinde, ich habe hier wichtige Angelegenheiten zu erledigen. Um dich kümmere ich mich später. Nein, ich möchte nie wieder eine Kakerlake sein. Ist er verschwunden? Die Hölle hat ihn sich selbst geholt. Die Hölle selbst hat ihn geholt. Das wird eine große Erleichterung für ganz Niron sein. Aber kann er nicht irgendwie zurückkommen? Nein, das ist unmöglich. Es sei denn, ein neuer Zarkiran würde auftauchen. Guck mal schön, was hier alles steht noch, ne? Aber das wird für viele Jahre nicht geschehen. Mach dir keine Sorgen, Kind. Und was tun wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben viel zu besprechen, Schillen. Und den armen Kerl, der uns gerettet hat, den beachten wir mal erst gar nicht. Wir haben Niron vor seiner größten Bedrohung gerettet. Wieso? Wir habt ihr gar nicht. Das war er hier. Aber das Land ist immer noch ohne König. Auch wenn es sich so scheinen mag, denke ich, das ist das geringste unserer Probleme. Wie bitte? Ah, der König hatte keine Kinder, es gibt keinen Thronfolger. Er hatte keine Söhne oder Töchter, aber ein Mitglied der königlichen Familie lebt noch immer. Wer? Linda. Wie? Ja, es ist Linda. Ich aber. Linda, im gefrorenen Tempel der Zeit bist du deiner Mutter begegnet. Genau. Du kennst sie nun, aber du weißt immer noch nicht, wer dein Vater war. Tamara durfte es dir nicht erzählen. Ich konnte das nicht zulassen, weil es zu verwirrend für dich gewesen wäre. Ja, das ist es ohnehin schon. Das hätte jetzt auch nichts mehr ausgemacht, oder? Doch nun bist du bereit, die Wahrheit zu erfahren. Es war der König. Der König? Ja, König Philipp, der Siegreiche. Philipp der Erste? Tja, wie Toppe des großen Vereinigers aufgezogen? Wow, der erste und berühmteste König von Niron? Oh mein Gott, hätte ich das nur gewusst, dann hätte ich... Tja. Tölga, es gibt nichts, was du bedauern musst. Du warst mir die beste Mutter, die ich mir je hätte wünschen können. Vielen Dank, mein Lady. Werde unsere Königin und die Herrscherin über das gesamte Reich, Linda. Aber ich bin nur ein einfaches Mädchen vom Land. Ich wüsste nicht, wie ich mich als Königin verhalten würde. Ich kann das nicht tun. Tussel soll die König werden. Genau, hier, oder er. Wirklich, denk noch einmal darüber nach. Auf deiner Reise hast du bewiesen, dass du die richtige Person bist. Du hast vielen Menschen geholfen und dein Mut hat ganz Niron gerettet. Wer sonst wäre würdig, Herrscher des Landes zu werden, wenn nicht du? Na, er hier! Du hast recht, vielleicht soll ich aufhören, mich zu unterschätzen. Das ist doch auch mal ein guter Plan. Ja! Ich habe das Recht, den Titel zu tragen, also sollte ich es zumindest versuchen. Königin Linda, guter Kling. Ja, ich habe mich entschieden. Ich werde Königin. Na, wunderbar. Eine Woche später, Tier, Hauptstadt des Königreichs Niron. Oh, ist das schön bunt hier. Das war zu Prinzessin Louise. Oh, Volk von Niron, hiermit belobe ich feierlich stets nach bestem Wissen und Gewissen zu regieren. Die Gesetze unseres Landes zu achten. Jeden zu versklaven, damit nicht gehorcht. Ich belobe alles zu tun, damit die Menschen von Niron ein Leben in Frieden und Freiheit führen können. In Knechtschaft und Sklaverei. Ich gelobe Niron das Vertrauen zu schenken, das Niron auch mir schenkt. Gott segne Linda! Gott segne die neue Königin! Bevor ich mein erstes königliches Gebiet erlasse, möchte ich einige meiner neuen Hofangestellten vorstellen, die mich bei meiner Aufgabe unterstützen werden. Na, jetzt sind wir aber gespannt. Viele Jahre lang war der Posten des Königin-Zaubers unbesetzt.
diesen Posten wird nun Zweirand von Gatmore ausfüllen. Ist der hier? Ach Gott, na gut, okay. Mein neuer Berater werden Lady Twelker, meine Mutter. Aha. Und der weiße Schillen sein. Ja, ja. Hurra! Hurra! Ehre für Ruhm und Ehre für Linda und all ihre Berater! Und nun zurück zu dem, was ich ankündigen wollte. Genau. Myra wurde von einer großen Gefahr gerettet, welche drohte, die gesamte Welt, wie wir sie kennen, zu vernichten. Um den Sieg über den bösen Zauber Tarkrian zu feiern, wird eine große Feier mit Bankett veranstaltet werden. Auffallen, da wollen wir auch hin. Und es regnet Blümchen. Ist das nicht eine schöne Szene gewesen? Ach, schön. Und so feierten und speisten sie. Es war eine große Feier, wie niemand jetzt davor eine gesehen hatte oder danach wieder sehen würde. 30 Tage und 30 Nächte lang feierten die Bürger des Königreichs Myran ihre neue Königin, die sie vom ersten Anblick an ins Herz geschlossen hatten. 30 Tage und 30 Nächte lang speisten sie an Tischen voller Leckereien, Wein und Bier und Mikro, erfüllt mit großer Freude. Nachdem die Feierlichkeiten beendet waren, nahm das Leben in Neron wieder seinen gewohnten Lauf. Nun, nicht ganz. Mit Hilfe ihrer weisen Berater fügte Linda die Erste die 5 magischen Amulette wieder zu einem Stein der Macht zusammen. Die Macht des Steins half bei der Behebung der durch Zarkirans Schreckensherrschaft verursachten Schäden und ermöglichte den Menschen ein zufriedenes Leben. So lebten sie alle glücklich und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Ah, oh, wie süß. La, 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 la. Oh, da kommt die Elster. Aber die schmeißt sie, finde ich, runter. Ja, das waren die 5 magischen Amulette. Produktion und Regie, Olga Fabri. Aha, ich habe doch gesagt, das ist ein Feministinnen-Club gewesen. Ja. Design, na, wer? Das lassen wir alles noch durchlaufen. Design keiner, okay. Das kann ich leider nicht aussprechen. Ach, lest es selber. Ja, ja. Also es hat Olga viel selber gemacht in diesem Spiel. Wie hat es dir gefallen? Oh, so sehr schön. Oh, ich hätte ja gewusst, was nur mit Zöllnern geworden ist. Der war auch mit dabei im Hofstaat. Das kannst du dir angucken, dann, wenn der... wenn ich es hochgeladen habe, irgendwann so in 6 Monaten oder so. Nein, so lange muss ich Warum kann man denn hier eigentlich die nicht lesen? In grün und dann steht da nichts drunter. Hat keiner programmiert. Alte Olga. Ja, ja. Ja, das lassen wir jetzt noch auslaufen. Dann kommen noch ein paar kleine Outtakes, Minispiele. Ach so, so wie dieses, dieses doofe Rätsel da am Ende, genau. Wettergott-Skript, aha. Da singt auch einer im Hintergrund, aber auf Tschechisch versteht dann eh keiner. Ja, ihr Lieben, wir fragen uns nun allerdings, was aus den Leuten in, wie hieß die Stadt, Gatmore in Stepford geworden ist. Ob die von ihrem Mölltrip wieder runtergekommen sind. Ja, und ob dann der Schmied tatsächlich die Wassernixe da geheiratet hat. Ja, hat sie ja doch mit dem Arm gehabt, das habe ich mal kurz gesehen. Ja, stimmt. Dann haben die geheiratet. Ich muss mir das auch nochmal angucken, ich weiß so... Beschäftigt, Linda zuzuhören. Genau. Ja. Stefan Wurm. Wurm. Der Burger. Ja. Stefan Braun. Ja, Stepuran. Deutsche Übersetzung von Linus Stubert. Seht an, seht an. Hallo Linus. Sonstige... Wissen wir leider nicht. Das ist wahrscheinlich schwarz auf schwarz oder so. Ja. Sonst könnten wir es euch ja vorlesen. Weil das übertrifft noch dunkelblau auf schwarz. Ja. Ludwig, hallo Ludwig, grüß dich. Alter Schwede.
Hättest du eigentlich mit da stehen müssen? Nee, du, ich hab da ja nichts mitgemacht. Ich hab's ja jetzt so gehört. Von Wat Rei. Okay. Sehr schön. Oh, okay, so. Ja, wenn die nochmal ein Spiel machen, ich muss mal gucken, ob die noch irgendwas gemacht haben. Weil das ist, also das ist die Ausgabe von 2005, aber ich glaube, das ist, was ich in den Outtakes gesehen habe, die wir jetzt auch gleich noch zeigen. Ah, es geht noch weiter. Guck hier. Hui, da ist einer runtergefallen eben. Dann hat die Elster die doch runtergeschmissen hier. Es gibt nämlich hier noch Outtakes und die wollte ich kurz noch zeigen. Das geht relativ schnell so aus den alten Spielen noch. Fehler im Gebietslayout können interessante Ergebnisse herbeibringen. Linda Godzilla, guck mal hier hinten, ist die ganz groß im Hintergrund. Das ist halt so dunkel, das sieht man kaum. Das ist leider ein bisschen sehr, aber jetzt wird es heller. Siehst du hier? Okay. Noch ein weiterer Fehler. Wir wissen nicht genau, was Linda erwartet. Guck ich mal, wo die steht. Linda, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jemand sagte, ein Eisbär vor einem verschneiten Hintergrund sei schwer zu erkennen. Ja, so schön wie schwarz auf schwarz. Und da haben sie einen rosa gemacht. Linda. Manchmal hilft das ein Badeanzug. Ist ja geil. Ja. Das wollten wir die ganze Zeit sehen, wie Linda gut drunter aussieht. Genau, schaut sie euch gut an, macht einen Screenshot von ihr. Ich lasse es noch 3 Sekunden stehen, damit ihr dafür Zeit habt, ihr, euch die als Bravo-Starschnitt übers Bett zu hängen. Geil. Wer hat gesagt, Linda würde niemals heiraten? Was ist denn das? Keine Ahnung. Oh, Yeti. Das ist ein Yeti, genau. Eine Diskussion über chauvinistische Männerschweine führte zu diesem Bildschirm. Mit rosa Katzengesichtchen, wie süß. Ja, süß, nützlich. Ein Skriptfehler kann leicht eine Armee von Wächtern hervorbringen. Man kann auch vom Angriff der Klonkrieger sprechen. Also haben sie alle verwandelt. Wir haben alle Traumopfer. Und hier, jetzt kommen wir nämlich dazu. Kamen dir die Gesichter einiger Charaktere bekannt vor? Reiner Zufall natürlich. Die kenne ich nicht, das ist wahrscheinlich irgendeine Tscheche. Hier, Johnny Depp, da, siehst du? Ja. Das war nämlich der Küchenjunge da. Und das war Mr. Spock, er hier. Und das war Orlando Bloom, siehst du, habe ich doch gesagt. Orlando. Ja. Yeah. 5 magische Amulette, Version 0.1 aus dem Jahre 2003. Das sah aber noch nicht so toll aus. Guck mal, da hat sie noch einen längeren Rock. Ja, und Schnürschuhe hatten sie da auch angeguckt. Und so im Jahr 2005. Ohne, obwohl die Schnürschuhe haben mir gut gefallen, muss ich sagen. Vielleicht du schlagst morgen gar nicht. Das kam in der englischen Version nicht vor und in der deutschen auch nicht und wir verstehen es auch nicht. Aber irgendwie sind da alle Leute im Schnee versammelt. Keine Ahnung, auf jeden Fall auch ganz nett. So, und das war dann alles. Wie komme ich da jetzt hier raus? So. Ja, ihr Lieben, ich mach nochmal. Ach nee, geht gar nicht. Schade. Kleine Miezekatze gibt's gar nicht mehr hier. So schade, die baue ich nochmal ein zum Schluss. Ja, ihr Lieben, das war 5 Magical Amulets, 5 magische Amulette. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dran, so wie wir. Ja. Ach, ja. Ja, also das mit dem Tourette, das lassen wir jetzt mal ganz geflissentlich unter den Tisch fallen. Klappe. Und in diesem Sinne sagen wir nach einem Überlängenfinale vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Oh, genau. Und bleibt auf jeden Fall dran. Irgendwann gibt es wieder ein neues Let's Play mit Marlin55M und... Nö. Ja. Also, bis dann, ihr Lieben. Ciao.